Was geht ab, Mann und Sie weiter, Osre hier. Und heute werden wir das neue Dokument vom Rosé machen, beziehungsweise die neue Stage. Und danach werden wir in der Lage sein, einen Multisum raushauen zu können. Da bin ich auch gespannt. Zudem, falls ihr euch wundert, was mit den Bannern ging, sie sollten eigentlich um 3 Uhr morgens am 28. online gehen. Jedoch wurden sie dann kurzzeitig wieder verschoben auf 6.17 Uhr, die normale Zeit. Dann wurden sie auch noch rausgenommen, weil in dem Banner Artwork von Rosé ein Fehler war, nämlich dort war der Transcendent Ultra Rare Super Saiyan 3 Broly zu sehen. Das haben sie jetzt gefixt, jetzt der normale dran. Sie mussten die Banner quasi deshalb runternehmen und alle diejenigen, die bis zum Runternehmen der Banner gesammelt haben, nur beim Rosé, also was heißt nur, die beim Rosé Banner gesammelt haben, haben ihre Stones zurückbekommen, aber das sind nur für die Rosé Summons, nicht Vegito Blue. Und zudem haben wir noch, also bei mir waren es bis jetzt 8 Stones, kann auch sein, dass wir mehr bekommen haben, für die ganzen Wartungen und für den Fehler bekommen. Anyways, Super Saiyan Rosé, ja, mit seiner neuen Stage, einmal auf Zetard, einmal auf Super 2. Auf Zetard droppen auch wirklich sehr viele Medaillen. Bei mir sind bei Vegito Blue oder bei Rosé vorhin 6 Stück gedroppt, aber Super 2 droppen 7. Aber auf Zetard haben sie das geändert in JP, dass sie jetzt 1 bis 5, hatte ich eigentlich im Kopf, 1 bis 4 Medaillen droppen können. Hier sind wie gesagt mal 6 gedroppt. Wir kämpfen auf der ersten Stage gegen Tech-Type Agility, dann gegen Strength Rosé. Er hat ganz klar seinen Passive-Skill und es sind neue Medaillen, Leute, aufpassen. Neue Medaillen für die neuen Charaktere. Er hat neue Passive-Skill, sondern Passive-Skill, die er schon hatte. Heißt, er macht mehr Schaden. Man kann ihn dort auch nicht sehen, aber diese Sachen werden wir dann im Kampf gleich sehen. Jedoch machen diese folgenden Charaktere hier: annullieren, deaktivieren seine Passive-Skill im Event und erhöhen den Schaden gegen ihn. Für neuen Rosé braucht ihr 77 Medaillen, für Zamasu 35 von den neuen Medaillen. Dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los und ich wage mich hier mit einem Agility-Team ran, weil wir über 2 Runden Typenvorteil haben werden. Da kämpfen wir dann gegen Strength-Type. Schauen wir mal, ob wir da einen guten Vegeta rauspicken können. Also gut, da haben wir auch unseren Friend jetzt und unser Team. Ich werde das mit dem Team versuchen. Hat mich ein bisschen gereizt, so das zu versuchen. Double hin nehmen wir, Ghost, Usher, Icarus und so weiter und so fort. Und legen direkt mal los, würde ich sagen. Auf jeden Fall dann auch hier mal die Key einsammeln, ganz klar. Und wir haben jetzt ein super guilty Team. Wir haben quasi keinen Charakter genommen, der mehr Schaden gegen ihn macht. Vor allem Blue Vegito, aber sie haben das da auf jeden Fall auch klug gemacht. Denn der alte Blue Vegito ist vom Physisch-Type, also einem Typen-Nachteil gegen den neuen Rosé. Und andersrum genauso. Der alte Rosé ist vom Agility-Type, also hat er einen Typen-Nachteil gegen den Tech-Vegito. Daher schon raffiniert gemacht, aber ich denke, mit einem super Agility-Team sollten wir da auch durchkommen auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr jedes andere Kategorie-Team nehmen, da werdet ihr wahrscheinlich weniger Probleme haben, wie hier. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Die erste Runde wird am schwersten für uns. Wir kämpfen gegen Tech-Type, haben Typen-Nachteil und das ist der SSR vom LR-Rosé. Finde ich sehr cool, dass sie ihn genommen haben. Wir haben Tapion im Team. Tapion finde ich wirklich sehr interessant. Ich finde ihn ganz cool als Charakter. Er ist gar nicht mal so schlecht. Nur in einem super Agility-Team, wenn er sich verwandelt, ist halt nicht so gut, weil dann quasi Hirudegan Extreme Agility ist und nicht unser Leader-Skill bekommt, unseren guten. Aber, oh, hier kommt ein Konter rein, nice. Aber das sind dann eben nur so die Runde zu überbrücken und damit Tapion dann, wenn er 50% HP dort runter hat, bin ich da schärfer drauf, dass er seinen Angriff-Boost von 150% bekommt und weitere 50% Verteidigung. Zumal er schon so immer 50% Damage Reduction hat. Also ist wirklich eine sehr interessante Karte. Nur finde ich das wirklich schade, dass man ihn als Leader nirgends sieht. Anyways. Diese Runde wird wie gesagt am schwersten für uns sein. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir müssen auf Crits hoffen und so Standard Hidden Potential Zeug. Wir machen das Ganze mal so. Vegito da rein. Ich glaube, der einzige, der Crit hat, ist auch mein Vegito. Gucken wir das Ganze mal an. Zack. Alright. Und komm schon. Kein Crit, okay. Wir müssen echt aufpassen in der Runde. Danach kämpfe ich gegen Agility, das sollte auch machbar sein, zumal ich wirklich glaube, dass Rosé viel Schaden macht. Aber in der letzten Runde haben wir dann in letzter Runde einen Typenvorteil. Das ist so, was wir dabei gedacht haben, dass wir dann im Late Game quasi die besseren Karten haben. Alright. Oh, böse. Okay, das war böse. Das Ganze mal so. Zack, zack. Ups, das waren vielleicht zu viel aufs. Wir machen nichts, komm. Holen wir mal alle rein. Ein Ulti wäre verheerend. Ich spiele gerade ein bisschen risky, aber im Hinterkopf behalten, dass ich noch Tapion habe.
Deswegen versuche ich mal ein bisschen wenig Leben zu haben. Ah, oh, ich glaube, die können ihn nicht rausnehmen. Schade. Nee, wird wohl die nächste Runde sein, sofern wir hier überleben. Kommen wir in Ulti? Nope. Und da! Die Animation ist so geil. Die Animation ist so geil. Aber wie gesagt, Hildegard-Bonus in dem Team ist schwach. Wir sehen schon, wir bekommen einen schlechteren Leader-Skill. Machen nichts, also nur zur Überbrückung auf jeden Fall. Denn wenn wir auch so unter 50% HP sind, bekommt jetzt für den Rest des Kampfes Tapion natürlich seine Passive 150% Attack Boost und weitere 50% auf die Verteidigung. Das wollte ich im Prinzip. Beziehungsweise klar, aktiviert sich das von selbst, wenn man einmal unter 50% kommt. Aber wir haben ihn rausgenommen, sehr cool. Da zeigt er mit dem Finger und geht zum Rosé. Super Saiyan Rosé ergilt hier gegen ihn, kämpfen jetzt in der zweiten Runde. Und hier könnten wir uns auf jeden Fall schon healen. Wir müssen uns healen. Wir müssen uns auf jeden Fall healen. Warum habe ich gerade so ein bisschen überlegt, weil ich ja eigentlich das mit Tapion aktivieren wollte. Aber das aktiviert sich ja jetzt von fortan immer dann quasi, ohne dass Hildegard sich triggert. Okay, cool. Man kann ihn ab jetzt nicht zielen. Ganz wichtig, ich habe das oben gerade gesehen. Ab der zweiten Runde kann man ihn nicht zielen. Bam, okay, 500.000. Blue Vegeta. Zack. Right und Kaioken Blue. Let's go. Okay, die Damage der ganz klar in diesem Team sind Super Vegito. Schau mal, ich will Tapion eigentlich nicht rausrotieren, wenn ich ehrlich bin. Super Vegito und vielfacher Vegeta. Ganz klar sind die Damage-Dealer. Wir machen das Ganze so. Ja, mach mal so. Können leider mit Tapion nicht ulten, da die Ki nicht gepasst haben. Aber Tapions Damage Reduction von 50% nehmen wir auf jeden Fall mit. Also wirklich cool, dass in dem Agil-Team viele Allrounder da sind. Viele sind tanky in einer Art und Weise und machen auch Schaden. Das finde ich sehr cool an dem Agil-Team. Also was mich so reizt, deswegen sind wir auch Agility Main. So. Zack. Und, okay, keine Ulti bekommen, nice. Und Gohan hinterher. So, jetzt kommen die MVPs rein, zack. Und das sollte dann für uns das gewesen sein. Die Runde sollten wir schaffen auf jeden Fall. Ja. Ja, also ihr seht schon, Vegeta an sich klasse Karte, übelster Tank, macht Schaden. Jetzt sind die Vielfachen, haben sie wirklich sehr gut getroffen. Auch jetzt noch, ja. Machen sich jetzt auf jeden Fall noch gut. Oh, und jetzt kommt die Pose, jetzt macht er ernst. Jetzt kämpfen wir erstmal gegen die Pose. Und, okay, gewisse Linkskills aktivieren sich, das ist quasi wahrscheinlich, dass er Tank hier wird. Oh, achso, ich dachte schon, ja. Ich dachte schon, hey, wie kann es sein, dass ich auf Vegeta keine Ulti bekommen habe? Nur Kaioken Blue dahin tun. Ziehen können wir nicht ab dann, also ab der letzten Runde, das bleibt auch so fortbestehen. Aber wir haben einen Typenvorteil, das spricht für uns. Sehr schöne Ult. Auch wenn sie gegen uns gerichtet ist, sehr schöne Ulti. Aber ja, wir sehen, er ist auf jeden Fall tanky. Er macht auch Schaden. Wir haben jetzt quasi keinen im Team, der seine Passive reduziert. Deaktiviert besser gesagt. Aber wir werden da auch wahrscheinlich gut rumkommen, weil wir einen Typenvorteil haben. Ja, sieht doch gut aus. Nice. Und Tapion hinterher. Sehr cool, sehr, sehr cool. Leute, wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Aktiviert die Abo-Glocke. Ihr wisst, wie das Ganze läuft, Leute. Und währenddessen schauen wir mal, was Vegeta dann hier raushaut. Ich weiß, ob wir die in der Runde rumbekommen. Ich denke eher nicht. Fast. Guck mal, was Blue Vegeta leisten kann und Gohan. Aber ich denke, das würde knapp überleben. Knapp überleben, ja, ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Gohan hat da nicht das Potenzial, leider so viel Schaden zu machen. Da er quasi auch ein Support-Unit ist. Also nicht böse nehmen. Gohan, die Power. Alles klar. Dann hauen wir mit den Crits eben raus, wenn es anders nicht funktioniert. Und kommen dann zur letzten Stage. Zu der totalen Eskalation. Und boom, raus mit dir. Sehr cool. Jetzt wird's spannend. Da packt er die Sense aus, voller Wut. Die Karte ist insane. Die Karte ist so mächtig. Oh Gott, da zeigt er schon, ey, ich bin ein Endgegner. Da ist wirklich viel getriggert.
Kommen wir jetzt schon Look Mode? Gucken wir mal. Ah, ich hätte vielleicht die Kitapen geben sollen. Schade. Kein Looker Mode. Aber Ulti! Die Sense wird ausgepackt und die Schattendoppelgänger kommen. Zack! Wirklich geile Ulti. So, aber jetzt sind wir an der Reihe. Wie ist unser Schaden? Wie tanky ist der? Gucken wir mal. Okay, also wir machen schon ein bisschen weniger Schaden auf jeden Fall. Merkt man. Alright, jetzt müssen wir auf jeden Fall... Auf SC10 ist der Vegeta, denke ich, der Friend Vegeta. Ja, also wenn wir die Ulti auf ihn triggern. Dokamod besser gesagt. Ja, machen wir auf jeden Fall, weil Vegeta SC1 bei mir. Das passt. Frage ist, ob ich mich healen sollte. Ich aktiviere mal Icarus. Aktiviere mal Icarus auf jeden Fall. Okay. Gut. Let's go. Dokamod auf vierfachen Vegeta. SC10. Ich weiß nicht, wie der Fred im Dupes ist und vor allem euer Hauptsache gebracht ist, aber gucken wir mal. Final Shine Attack! Die Ulti war echt nice damals in GT. 1,4 Millionen, nice. Da, hier kommt ein Konter rein. Ein zweites Mal kriegst du uns nicht, Mate. Zack! Boom! Ultra Instinct Vegeta. Okay, cool. Und zack! Oh, nice Crit. Aber okay, er überlebt's noch. Nächste Runde haben wir ihn dann. Alright, alright. So, die Runde sollte es dann gewesen sein. Dann bekommen wir unseren Stone. Leute, wir haben hier Rosé besiegt. Danach machen wir einen Mutisan bei Rosé. Was wird da passieren? Was wird da passieren? Das wird interessant. Da freue ich mich auf jeden Fall gleich drauf, auf den Mutisam. Und Sayonara. Ja, 7 Medaillen sind das, wie üblich immer. Okay, nice. Gut. Dann würde ich sagen, sammeln wir all unsere Kraft und machen direkt mal schnell einen Mutisam zum Abschluss des Videos. Ich will nicht sagen, ob es ein Happy End wird, weil wir haben ja wirklich konstant gewonnen. Wir hatten nicht so große Probleme, hat vielleicht ein bisschen lang gedauert. Aber mit einem Super Guild Team ist auf jeden Fall machbar. Wie gesagt, könnt ihr da jedes andere Kategorie Team auf jeden Fall auch nehmen. Boom, da ist unser Stone. Wir haben unsere 50 Dragon Stones. Falls ihr euch wundert, für 6 Tage lang, ein bisschen mehr als 6 Tage, ist ein Discount drauf. Könnt ihr mal kurz angucken, was für Charaktere da drin sind. Und das Artwork haben sie jetzt gefixt, wie gesagt. Neue Rosé. Omega Shenlong, Broly, Cooler, Super 17, Goku Black, Zamasu sind wirklich sehr gute Charaktere drin, bei Blue Vegeta auch. Die Sache ist bei den Bannern so, wenn ihr 3 Mutisam macht, ist der 4. immer kostenlos. Ultimate Gohan, FIFA Goku ist wirklich ein insaner Banner. Aber wir hoppen mal hier rein und gucken, was geht zum Abschluss des Videos. Ein Mutisam. 1, 2, 3, 4 Pots. Start mit 4 Pots. Wir gehen Super Saiyan. Ich habe schon kurz gedacht, ob wir Baseform bleiben. Aber wir sind Super Saiyan gegangen. Super Saiyan 2. Super Saiyan 2, 4 Pots. Ein Esse wäre nice. Ja, wenn wir hier Totmulti rausgehen, wäre es ein bisschen schade. Echt traurig. Um den ganzen Rosé-Hype. Aber, wie gesagt, guck mal, was abgeht. Zeiter, zack. Haben wir sie hier. Sarbon. Guldo. Okay. Bitte. Ich habe... Was? Bitte kein der Multi. Bitte, hallo, ciao, danke. Ja, GG, ich sehe schon, was abgeht. Ernsthaft? Ernsthaft? Da hat sich das Warten mal natürlich gelohnt, Leute. Oh, man. Naja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.